So, jetzt kriege ich natürlich viel Schaden, wenn ich keinen starken Körper anhab. Wie gesagt, auch noch zwei Frisuren und ich trage mal ein bisschen die neue Frisur. Die habe ich geschenkt bekommen, nicht gekauft. Von einem User, der glaube ich aufgehört hat. Und ja, das ist natürlich auch vorteilhaft, wenn welche aufhören und sie dann natürlich mir was geben. Aber das sind natürlich auch Leute, die meine Let's Plays schauen und da, von daher bin ich auch dankbar dafür. Aber die bekommen ja natürlich auch was zurück. So, jetzt wieder in die andere Kammer rein, also das kann man eigentlich schön nutzen und ich denke mal, wenn ihr das mit dem letzten Level-Part vergleicht, dann wird man da schon was feststellen, weil beim Live-Kommentieren ist man stark abgelenkt. Also nach meiner Sicht schon. Und wenn man eben nicht live kommentiert, kann man eigentlich viel ruhiger und viel schneller leveln. Aber wie gesagt, also das Maximum, was ich hier raushole, das ist wirklich das Limit, also mehr geht einfach nicht vom Leveln her. Das ist die schnellste Möglichkeit, wie ich jetzt noch weiter level. Und ja, ohne EXP-Ring ist das eben ein bisschen happig. 85er Mädchens habe ich ja auch gefarmt, ihr habt gesehen, kein EXP-Ring. Und wenn man dann irgendwie eine Stunde zum Beispiel farmt, um EXP-Ring zu bekommen, ist das schwachsinnig, wenn man in der Zeit lieber leveln könnte. Und deswegen auch wieder in der Buff drinnen, hört ihr ja auch immer eigentlich. Deswegen auch das Spannbild. Und ohne Buff leveln ist auch ein bisschen lästig. Die Buff müsste man eigentlich auf 75 bringen, damit man mit der in die Grotte kann, weil sonst ist das Leveln in der Grotte eigentlich auch, ja, überflüssig. Ohne Buff wird man sich in der Grotte schwer tun. Und ich werde mich auch schwer tun, wenn ich in die Grotte gehen würde, ab 75. Und deswegen ist, denke ich, 75 mein Ende. Um das mal so zu sagen, denn mehr, denke ich, wird auch nicht gehen. Und ich denke mal, da hat man auch eine schöne Zeit, würde ich sagen. Ich meine, ich habe viel gezeigt, ich habe ja auch mein Körperkrieger-Let's Play gemacht, mein Waffensucher-Let's Play, mein kleines Sucher-Let's Play, dann Last P-Server-Let's Play, Darkvision 2, Calypso 2. Und ja, jeden P-Server kann ich auch nicht ausprobieren, wenn jeder schreibt Let's Play mal diesen P-Server. Das geht nicht und ich denke, ich habe auch keine Lust, jeden P-Server zu downloaden. Vor allem verliere ich schnell das Interesse an P-Servern, vor allem wenn man sich hier schon was aufgebaut hat. Ich denke, das ist auch verständlich. So, wir haben knapp, ich habe knapp 500 KK. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich mir noch eine PvP-Rüstung hole. Und ja, ich werde vielleicht auch noch ein bisschen was für Sehnsteine ausgeben. Sprich, ich habe starker Körper schon G2, vielleicht noch auf G3, G4 bringen. Und ja, Heavy 50 geschlagen, braucht noch ein Tech. Eine Tech-Stufe ist es noch entfernt von G1 und das vielleicht auf G4 bringen und Stampfer vielleicht auch auf G3, G4. Also alles recht moderan, gleichmäßig hochskillen, denn wenn ich ein Skill nur hochgehe, dann frisst es nicht nur Rangpunkte, sondern auch noch, ja, ist es auch im Verhältnis zu den anderen Skills vielleicht nicht so toll. Denn auf P einen zweiten Skill ziehen ist auch wieder anstrengend und kostet auch unverschämt viel Yang und Zeit und Rangpunkte. Und ihr habt gemerkt, mit Durchschlag ist das gar nicht so leicht, das hat 33 Sehensteine gekostet. Anfangs waren es 22 bis G10 und danach nochmal 33 am Ende, also bis zum Ende insgesamt. Und ja, da kann man mal sehen, wie viel bei G10 noch verloren geht. Den EXP-Ring noch ein bisschen und ich habe danach auch noch weiter gelevelt, aber wie gesagt, nur bis der EXP-Ring ja weg war. Den habe ich schließlich aus der Boss-Truhe. Und ja, wenn man natürlich, naja, ich sag mal so, unter 55 ist, ja, wird man sich vielleicht schon ein bisschen schwer tun im SD2. Ich meine, SD1 kommt quasi schon davor noch, aber der SD2 ist von den EXP her natürlich viel, viel besser. Man levelt schneller, aber man muss das natürlich auch aushalten mit dem Schaden. Als Körperkrieger wird man das mit 54, 55 vielleicht nicht so packen. Also wenn, dann auch nur mit super Equipment und dann levelt man auch nur recht moderan. Als Mentalkrieger kann man da auch mit schlechterem Equipment gut leveln. Ein Waffensucher ist eigentlich eine super Klasse, meine Lieblingsklasse der Vasu. Denn man hat zum Beispiel durch verzauberte Rüstung einen gewissen Death, eine Reflexion und durch Furcht nochmal eine Schadensreduzierung und durch Klinge nochmal TP-Absorption und einen schönen deftigen Schaden. Wenn man das Ganze noch mit einem Vollmondschwert kombiniert, mit einer schönen Rüssi plus 9
und ein Armband mit 10 TP-Absorption, vielleicht 10 Crit-Schuhen und nochmal eine 10 Crit-Kette, dass man auch schön Crit hat. Und wie gesagt, ein VMS dann. Also kein Exo plus 9, ja nicht, denn das ist eine Crap-Waffe, wenn ihr ein Waffensucher seid. Ihr werdet mit einem Vollmondschwert mit über 30 DSS mehr Schaden machen, auch wenn Klinge M10 ist oder sowas. Und deswegen als Waffensucher bis zu einem Gifty oder zu einem Löwi immer ein Vollmondschwert. Ja, als Mentalkrieger irgendwie könnt ihr auch eben eine Magni plus 9 oder sowas nehmen. Aber da ist vielleicht der Angriffsspeed entscheidend und das ist eher zum Farmen, was nett ist. Eine Party ist ja eher PvP gedacht und dafür ist ja auch ja, gedacht eigentlich eben, wie gesagt. Denn für PvM kann man sie auch nutzen, finde ich. Aber vielleicht ist sie vom Preis her dafür eher zu schade. Meine HMK hat ja auch einen schönen Schaden. Wie gesagt, ist jetzt plus 7. Also, wenn ich mal magischer Stein irgendwie bekomme, also magischer Stein, damit habt ihr eine höhere Chance als mit einer normalen Säge und der Gegenstand geht nicht kaputt. Dann würde ich wahrscheinlich aber erst meine Rüssi appen. Sprich, ich würde mein Schwarzstahlpanzer plus 7 auf plus 8 versuchen. Und wenn es dann scheitert, bleibt es trotzdem auf plus 7. Dank des magischen Steins. Ja, leider kommt man daran nur durch bestimmte Truhen, die es über Events gibt oder halt irgendwie über den Item-Shop oder irgendwie Rat des Schicksals oder sonst irgendwie. Also, so große Chancen habe ich nicht, an magisches Stein reinzukommen, an magischer Stein oder sonst dergleichen. So, das Level ist fast vorbei, also das aufgenommene Level. Also, wie gesagt, 33% habe ich geschafft und ich würde versuchen, bevor ich noch mein EXP, also mein eine Woche EXP-Ring aktiviere, werde ich nochmal versuchen, irgendwie auf 73 zu kommen, sprich, nachdem heftig geschlagen gehe, ist, werde ich versuchen, mal mich hier in den ST2 wieder rein zu verfrachten und schauen, dass ich immer ab und zu vielleicht wenigstens 15 Minuten mal level und dann nach 2 Tagen wieder 15 Minuten level oder sonst was und versuche, ein bisschen EXP ranzubekommen. Und wie gesagt, wenn ich dann wieder eine Woche Zeit habe, sprich Ferien, dann kann ich vielleicht das Level auf 75 schaffen. So, ich spiele auch noch ab und zu CSS. Sonst spiele ich eigentlich auch nicht wirklich viel. CSS ab und zu und ME3 auch selten mal. Letztens war ich auf einem Deathrun-Server. Also Deathrun sagt vielleicht jemandem, was der CSS spielt. Auf einer SpongeBob-Map. Ja, da war... Weil Deathrun sind bestimmte Fallen. Die Antis müssen mit Bunnyhop versuchen, diese Fallen zu umgehen. Und ja, die Terrors, in dem Fall meistens ich. Weil ich ein gerne Terrorist bin. Und ja, da muss man die Fallen dann natürlich aktivieren. Und da war ein gelber SpongeBob mit einem braunen Stängel. Einem braunen Glied, wenn man es genauer wissen will. Und Chinesen sind auch gelb und da habe ich mich natürlich auch gefragt, ob die braune Stängel haben. Aber die Frage werde ich mir wahrscheinlich nie beantworten können und ja. Sollte ich vielleicht auch nicht lange darüber nachdenken. Also es gibt schon komische Sachen auf Deathrun Server. Und man hat natürlich auch dann immer sein Spray. Meins ist vielleicht nicht ganz jugendfrei, aber... Nein, es ist nicht jugendfrei. Aber nichtsdestotrotz, CSS macht auf jeden Fall Spaß. Nur zu empfehlen. Wenn man mal vom Meeting 2 gelangweilt ist. Was vermutlich auch der Fall sein könnte. Wage ich mal so einfach in den Raum zu stellen. Einfach mal so. Ja... Und ihr seht auch, das zieht sich auch ganz schön hin, wer die 3 Parts dann auch gesehen hat oder 2 Parts. Mal schauen, wie ich das aufteile. Aber es geht, wenn man, ja, das Limit ausnutzt, was ich in diesem Fall mache. Wenn man grüne Pots hat, Bio-Pots hat, ein EXP-Ring hat, eine Buff dabei hat, dann ist das doch noch in Ordnung. Aber ich denke mal, das war's jetzt von dem Part. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Seeluxade. Tschüss.